So, moin und herzlich willkommen hier zum neuesten Part von Let's Play Minecraft. Ich bin euer Floschi natürlich und wir haben hier natürlich zwei ganz große Spieler mit bei uns, die sich natürlich auch natürlich vorstellen, wie jedes Mal. Ja, ich bin The Blue Controller LP, mal wieder, yeah. Der Unbeschreibliche, wie auf meinem Ding steht, auf meinem Schild, wohl angemerkt. Ja. Das werde ich abreißen, das werde ich verhindern. Denn Alter, was? Ich bin der Führer. Ich töte dich gleich, ja? So, oh nein, er hat ein Steinschwert. Sei froh, dass ich keine Pfeile habe. Oh Mann. Schade, ne? So, The Blue Controller, auch Simon genannt, oder Blue, wird oben das alte Haus abreißen. Yeah. Und wir beide werden uns hier vorne ein bisschen drum kümmern, dass hier alles wegkommt. Wie alles? Das hier alles, die ganzen Bäume, die ganzen scheiß Gras hier, den Paddy gepflanzt hat. Das Opfer, Opfer kommt hier weg. Das kommt woanders hin. Was, Opfer? Wo? Geh mal hier lang und dann siehst du hier Opfer. Ach, oh nee, Alter. Oh, scheiße, Wasser. Das hat Paddy geregelt. Ja, war klar. Also haben wir hier ein bisschen was zu tun. Der Langeweile. Flo, ich lass die Felder mal sein, gell? Hast du Felder oben mit den Böhren? Ja, und so, das kannst du erstmal lassen. Dazu kommen wir später, denke ich mal, dass wir da nochmal alles abreißen, hier unten hinbauen. Denn hier unten soll ja natürlich auch noch ein Garten hin, was natürlich ganz klasse wäre. So ein bisschen Garten hier, Garten dort. Und ja. Das muss ich aber hier lassen, weil sonst läuft das Wasser weg. So, ich muss ja einen höher, sonst... Wir wollen den Baum natürlich ganz abreißen. Ja. So, Philipp ist hier ganz ruhig. Er ist traurig. Ich bin nicht traurig und traurig, ne? Das regt nur auf. Ja klar, regt das auf. Dann machen wir das neu. Das machen wir alles neu. Das wird sich alles wieder regeln, hoffe ich doch. Und dann machen wir einen schicken Trailer. Genau. Und dann gibt es ein schönes Video hier auf meinem Kanal. Einige werden sich jetzt bestimmt fragen, wovon wir reden. Das sieht man denn, das ist ich eine kleine Überraschung. Ich auch übrigens, haha. Dazu wird noch ein Video auf jeden Fall kommen auf meinem Kanal. Und dazu lasst euch einfach überraschen, was wir vorhaben. Ist was Größeres auf jeden Fall. Oh. Ist es das, wo du gesagt hast, ich habe mich von inspirieren lassen zu machen. Etwas groß zu machen. Das hast du mal irgendwann geschrieben. Vor langer, langer, grauer Zeit. Du meinst das mit Gronkh? Ja. Nein, das ist... Was das? Gute Frage, ich weiß es. Irgendwas hatte Gronkh gebaut und da dachte ich mir, ne, ey, komm, sowas baust du auch auf dem Server, es sah geil aus. Aber nee, das ist was ganz Neues, was komplett Neues. Ja, cool. Aber das passiert nicht auf diesem Server, das kommt... Oh, ja, ich will nicht zu viel sagen. Da wird auf jeden Fall was Kleineres kommen oder was Größeres, je nachdem. Was sehr toll ist. Auf jeden Fall. Wenn ich die Sperren auch noch raus habe, dann brauche ich nicht so auf die 15 Minuten achten. Dann kann ich da voll komplett durchziehen. Mal gucken. Vielleicht bin ich die ja bald los. Die 3 Monate habe ich ja schon fast rum. 3? Dauert sich 6 Monate, bis man 1 Strike abgearbeitet hat? Oder 3? Also mir wurde 3 gesagt. Ja. Aber früher war es mal sicher 6. Das weiß ich nicht. Ja, früher waren mal 6. Aber es soll sich wohl auf 3 reduziert haben. Ja, cool. Nur, wie gesagt, ich weiß das nicht. Ich hoffe einfach nur, dass der Strike im Februar oder März weggeht. Ja, hoffe ich auch. Ja, schon eine scheiß Geschichte mit dem Strike, ganz ehrlich. Ja, ich habe zum Glück keinen Strike und will auch nie einen bekommen. Das ist mein Forever-Ziel, weil Strikes sind scheiße. Ja, dann lad nie ein Spiel hoch, was vor Release noch nicht draußen ist. Was ist denn das für ein Spiel, frage ich mich jetzt. Ich hab, Crysis 3 kennst du ja bestimmt, ne? Ja. Ja. Und da gab's ja diese schöne Online-Alpha-Version. Und ich dachte mir, ey, komm, zeig's den Leuten nochmal die Hammer-Grafik und... Ja. Boom Strike. Ja. Und Boom Strike. War dann auch Hammer. Strike war dann auch Hammer, genau. Da hab ich Augenkrebs gekriegt halbwegs. Das war... Oh, göttlich. Ein halber Orgasmus, du. Ein Strike und so eine geile Grafik. Ach, ich dachte gerade, du redest vom Strike und nicht von der Grafik. So, oh, das war so geil, als ich das gesehen habe, ey. Ich bin aufgesprungen.
Ich bin aufgesprungen und dann ging es alles los. Ich bin aufgesprungen und der, ja, ging alles los, oh ja. Und dann kam die Uschi, ne, mit den... Jo. Nein. Oder wie Patti sagen würde, ist alles gammelig. Genau. Gammelig, gammelig. Alles gammelig. Ja, so spielt das Leben normal. Ja. Definitiv. Aber dein Holz bei deinem alten Haus geht schon ziemlich weit runter. Ja, ich hab da ja so einen längeren Tunnel gebaut. Ja, für nichts. Ne? Ich merke gerade, wieso ist die Musik so leise. Mal ein bisschen hochstellen, mal gucken, ob das so... Ich lass Musik immer aus. Obwohl, jetzt weiß ich, warum das so leise ist. Weil du sie auf aus hast. Nee, ich hab, Auf 2%. Nein, ich hab den Lautstärkeregler am Kopfhörer leise gemacht. Ach, okay. Was macht's denn? Das erklärt auf jeden Fall, warum das so leise ist. Ja, auf jeden Fall. Hab ich ja nichts gegen gesagt, oder? So, gibt's hier irgendwo Erde? Hab ich was gegen gesagt? Ich kann mich nicht erinnern. Hab Party eingesteckt. Ja, ich glaube auch. Ich hab neunmal Erde. Ey, die Kisten, die sind ja alle noch gefüllt. Was soll der Scheiß hier? Ja. Alles hierher bringen. Genau. Ja, mit meinem Inventar, glaub ich. Ja. Du bist heute unser Laufbimbo. Ja, du mich auch. So, hier habe ich keine Erde, hier habe ich nur Kies, aber Kies will ich natürlich behalten. So, ich sehe gerade, Philipp hat sein Schild noch nicht umbenannt. Nein, noch nicht, kommt noch. Er hat irgendwie nicht mehr, so. Schwarze Wolle, Kies, Sand. Ich weiß, was ich mache. Ja, wieso macht er das hier alles so voll, Alter? Ich verstehe nicht. Ja, weil er mir das zeigen wollte mit dem, ich glaube mit dem Knochenmehl war das. Dass es auch bei Gras und so geht. Und da hat er ordentlich was hingekriegt. Ja, lol! Was ist denn das? Was geht? Alter, wie zweck. Was war denn das? Weißt du, ich bin am Haus abgraben, meine Eisenachse geht kaputt und plötzlich ist da irgendein Loch, was du irgendwie in dein Haus eingemacht hast. Und ich fall runter. Wo war denn das? Alter! Ja, guck das an, wie tief das hier ist mit deiner scheiß Kammer hier unten. Ja, warte, ich komm mal. Also das ja, muss... Nein! Ich wollte gerade sagen, fällst du jetzt wieder runter, oder was? Nein, diesmal habe ich die Leiter erwischt. Ach, du bist da runtergefallen bei der Leiter? Ja, komm mal, hier. Hier, da ist ein Loch. Achtung, hier neben dem Haus. Hinter dem Haus. Warte, ich zeig's dir, wo ich was gemacht habe. Guck, ich bin hier. Dann bin ich hier lang gelaufen und... Bam! Hier runter. Alle mich jetzt so weggeputzt, ich brauche eine neue Eisenachse. Ist hier Erde drin? Ja, sogar reichlich. Ah, das ist perfekt. Ah, ich lade mal das ganze Holz hier ab, ey. Ganz viel. Ganz viel? Ganz viel. Viel, viel, viel. Ja, und ich crafte mir jetzt etwas. Yay! Wow. Mysteriös. Auf jeden Fall. Es ist dunkel. Ist mir egal. Ich reiß weiter ab. Wenn ein Creeper kommt, dann ist er bei mir herzlich willkommen. Auf jeden. Ja. Also hier eine Anzeige stellen, ne? Creeper gesucht zum Explodieren. Deutschland sucht den Super Creeper. Auf jeden. Ja, das ist klar. Das mit, wir auch. Mit hier Tokyo Hotel in der Jury. Ja, genau. Ja, da muss ich auch. So, dann hab ich... Oha, was geht bei dir, Philipp? Weiß ich nicht, wieso? Du stehst da und auf einmal explodiert ein Creeper bei dir. Ja, eben, ich hab gehört. Auch gehört. What the fuck, was ist denn das? Ich guck nur... ne Boom! Ich hab gar nicht gemerkt, dass da einer kam. Ja, ab und zu kriegt man die echt nicht mit, dass da welche kommen. Ja. Die kommen sind einfach. Solche. Sind wie eine Krankheit, man sieht sie nicht. Aber genau. Und sie zerfetzen dich. Na, und das nicht unbedingt, aber sie zerfetzen einen halbwegs. Ja, Minecraft ab 18, dann spritzt Blut überall beim Creeper und. Auf jeden, das ist ja hammergeil. Oh ja. Minecraft ab 18. Ja. Mit ordentlich Blut und richtig Waffengemetzel ja. Und. Ja, klar. Was erwartest du denn? Ich meine, ist doch logisch.
Pilz also ausmacht. Wenn schon 18, dann wirklich 18, ne? Ach, da läuft ein Zombie dir hinterher. Mir? Yep. Ach, ich dachte schon, ey. Ich hab aber nicht mal ein Schwert. Der läuft dir hinterher, obwohl ich hier hinter ihm stehe. Ha, lol. Was hast du denn jetzt von ihm gedroppt? Ein Eisen. Ich hab einen Eisenbahn von ihm gedroppt. Ist ja geil. Was geht? Ja, wieder was Neues, wa? Ja, das dachte ich auch gerade. Ja, die droppen von irgendwo Eisen, nehmen es da mit und dann, wenn du sie besiegst, ist irgendwie 50-50, ob du das bekommst, dass er in der Hand hält oder nicht. Oha, geil, das wusste ich gar nicht. Ja, 50-50 weiß ich jetzt nicht genau, wie viel prozentual das ist, aber ich schätze es mal so 50-50. Ist geil, auf jeden Fall. Ja, ist geil. Das Problem ist, meistens nimmt er das Zeug von dir, von dem her hast du das nur wieder zurück. Du hast einen Endermann. Wo? Hier, am Haus. Ah, ich ja. Schon, ich krieg ihn nicht ohne Rüstung, oder? Warte, wo ist er? Ach, da. Ich komme! Okay. Ich bin nicht in die Augen schauen, nicht in die Augen hast schauen. Hast du Bogen? Oh, Entschuldigung. Wo ist er? Hier. Er hat mich gleich. Er ist gleich weg. Aua, du sollst mich doch nicht haben. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Wo ist er? Ich habe nur zwei Herzen. Komm gleich. Enderman, wo bist du? Ah, oh, da ist ein Creeper. Das verrate ich dir nicht. Hier kann sein, dass die Creeper nur auf dich losgehen wollen. Ja, die mögen mich nicht irgendwie. Hä, wo ist der Enderman hin? Keine Ahnung. Also besiegt haben wir denn? Gerade bestimmt weggespawnt und dann gestorben oder so. Ja, es kann auch natürlich sein. Das passiert so oft. Und dann ist die Enderperle weg. Das ist hammer ärgerlich. Ja. Ja, mit Enderperle kannst du ja nicht. Oh, lol, der ist bei mir. Der ist bei mir. Ja, da laufe ich jetzt garantiert lol, nicht hin. Lol, zwei. Okay, ich reiß weiter ab. Tschüss. So, was kommt jetzt noch? Enderman, ich hab euch nicht gesehen. Also, ich baue jetzt die Treppe zur zweiten Etage hoch. Und natürlich auch gleich zur ersten, also in den Keller, meine ich. Ich schwör's dir, Flo, du bekommst von deinem alten Haus so viel Holz, ey. Das erspart dir so viel Holzsuche. Ich glaube, das ist viel Tropenholz, was ich da verarbeitet habe. Nee, ich habe jetzt locker... Oha! Fuck! Was geht? Alter, der Amboss ist fast auf mich runtergefallen, weil ich den Block unten dran... Okay, jetzt gibt's Krieg. Jetzt soll er herkommen. Da hat er dich weggenascht, Alter. Wow. Er ist da. Uschi, mein Führer. Da hat er dich weggenascht, Alter. Jetzt geht er auf mich, Alter. Das ist ja schon wieder weg. Scheiße, da hinten kommt er. Nicht. Und hast du was gekriegt? Gar nichts. Ich hab die Enderperle gekriegt. Ach so. Ich hab sie. Was ein Wichs. Kommt er erstmal von der Seite an, ey, und ich erschreck mich erstmal und krieg so schnell gar nicht die Taste gedrückt. Slenderman. M. Enderman. Alter, dafür könnte ich ihn umklatschen. Mistviech, Alter. Ist auch so. So, und dann ist meine erste Axt gleich wieder hinüber. Ja, lol, was ist hier unten dran? Ja, eine Höhle. Ja, du mich auch. Erde brauche ich. Guck dir einfach mal so eine Höhle. Erde, komm und zeig mir was. Ich zeig dir gar nichts. Kannst du mal zu mir kommen und mal ein bisschen was aus den Kisten nehmen? Nein. Ja, Junge. Danke. Bitte? Nein, ich bin hier gerade. Ich bin hier gerade gut am Haus bei, deswegen. Ja, okay, dann hole ich die selber dann irgendwann zurück. Nach 10.000 Parts, wenn ich das eigentlich abgerissen habe. Ja, das läuft ja jetzt so, sag ich mal, nicht weg. Ja. Kommt drauf an. Ich weiß ja nicht, ob es laufen kann. Weiß man nie. Wollte ich gerade sagen. Spätestens. Noch ein Endermann. Lass die so bloß in Ruhe. Nicht nachher dreht er durch und reißt dir den Kopf ab. Wer? Ja, ich? Nein, der Enderman. Dachte schon. Ich hätte es auch getan. Ich meine natürlich, ich bin ganz lieb.
ganz guter Junge. Wer weiß, was in Wirklichkeit ist. So, auf jeden Fall, ich verabschiede mich hierbei. Tschüss, tschüss und tschüss.